Liebe Minifigurinnen, es wird gleich wieder ganz wild, denn König Chris der Erste verteidigt heute seinen Titel. Bock? Klar. Aber es gibt jemanden, der hat was dagegen. Und zwar, sag ich nicht. Ich sag aber. Ja. Hashtag Lego in die Kommentare, da könnt ihr das Set vom Loser gewinnen. Ich weiß nicht, was sein wird. Dranbleiben. Hallo und herzlich willkommen bei King of Bricks, der vierten Folge live aus Rüsselsheim. Mit Publikum sogar tatsächlich. Ist es nicht irre? Ich schnall ab. Wir haben es geschafft, Leute. Der Sprung aus dem heimischen Keller mit den ersten paar Folgen King of Bricks wurde zu einem größeren Schritt. Wir sind ins Studio nach Mainz gegangen, haben da ein paar Folgen gedreht. Und heute ist es tatsächlich soweit. Wir sind hier mit Live-Publikum, mit echten Menschen. Die können alle was gewinnen, wenn sie heute mitmachen. Aber gewinnen möchten nicht nur die Zuschauer, sondern auch unsere Kandidaten. Da steht nämlich schon einer. Lange regierte bislang der König Tobi der Erste. Mehrere Monate, glaube ich sogar. Aber dann kam der Tag, an dem Tobi fiel. Und König Chris regiert seitdem. Mal schauen, ob er sich auf die heutige Show vorbereitet hat. Denn nachdem es letztes Mal um dicke, dicke Steine ging, bauen wir heute wieder mit ganz kleinen Dingern. Wir fragen einfach mal. Hier ist Christopher! Hi, macht man das so? War das ihm würdig, ja, das der König? Annehmbar. Ja, annehmbar. Ausbaufähig. Ja. Cool. Schön, Chris, euch zu sehen. Hi. Du hast ja letztes Mal mit diesen XXL-Steinen, ja, wirklich einen Tobi, der war ja eigentlich unschlagbar bis dato, den hast du weggeputzt. Denn du, ja, bist, möchte ich mal sagen, du bist nicht der beste Klemmbausteinklemmer, aber du bist super kreativ. Mhm. Das ist deine große Stärke, oder? Ja, wenn man das unterscheiden müsste, ist das meine Stärke, ja. Okay. Ja. Und jetzt geht es heute wieder, das sag ich schon mal, um kleine Lego-Steine. Okay. Hast du Bock drauf? Auf jeden Fall. Oder würdest du lieber wieder große Brötchen backen? Heute machen wir einen kleinen. Kleine. Habe ich Bock drauf, ja. Ich habe für heute jemanden ganz Besonderes ausgesucht. Okay. Es ist jemand, der ist berühmt aus Funk und Fernsehen. Letztes Jahr bei Lego Masters dabei gewesen. Ziemlich gut abgeschnitten und seitdem auch ziemlich aktiv auf YouTube. Cool. Und ultra, ultra kreativ und farbenfroh. Ich freue mich wirklich, wirklich ganz doll, dass er hier ist. Mit großen Tosenapplaus, hier ist Doris. Hallo. Liebe Doris, küss die Hand. Du kommst aus, hi, Wien, Doris, ist das richtig? Bitte? Du bist eine Wienerin, richtig? Ja, ich komme aus Wien. Dann ist küss die Hand, sagt man das noch so oder, ja, ist es irgendwie altbacken? Nein. Ist noch trendy. Kommt gut an. Boah, ich bin voll trendy. Cool. Doris, du bist zum ersten Mal hier. Du hast ja schon Erfahrung durch Fernsehshows bei Lego Masters, richtig? Ja. Welchen Platz hast du mit dem Oliver gemacht damals? Den fünften Platz haben wir belegt. Den fünften. Ich erinnere mich nur dran, bitte nimm es mir nicht übel, aber ihr habt ja so von den Techniken schwach angefangen. Ja? Aber ihr wart immer kreativ und ihr wart halt auch dann zack, zack, besser. Das stimmt, ja. Also, ich meine, man muss es trennen. Der Oliver war immer technisch sehr begabt und ich immer technisch sehr unbegabt. Und dann irgendwann haben wir uns angenähert. Und er war auch schon, glaube ich, länger im Business als du, oder? Ja. Hat dich da dran geführt? Ich bin jetzt seit knapp 2 Jahren im Klemmbaustein-Business und der Oliver schon immer. Dafür aber schweinegut, ey. Ich bin sehr gespannt, wie ihr beide euch heute hier duelliert. Ganz kurz zu den Regeln. Wir spielen heute bis zu 8 Spielen. Wenn ihr ein Spiel gewinnt, bringt euch das die Anzahl an Punkten, für die das Spiel steht. Also gewinnt ihr Spiel 1, bekommt ihr einen Punkt. Gewinnt ihr Spiel 2, bekommt ihr 2 Punkte. Genau, und immer so weiter. Am Ende gibt es maximal 36 Punkte. Cool. Heißt, wer über 18 ist, gewinnt die Show vielleicht vorzeitig. Wer weiß. Eine Neuigkeit gibt es. So höret bitte zu. Und zwar bekommt ihr einen Bonus für die Mock-Challenge. Für jedes gewonnene Spiel bekommt ihr die Anzahl an Steinchen aus einer Wunschbox. Das bedeutet, du gewinnst Spiel 1, hey, Glückwunsch, ein Punkt und ein Stein. Darfst dir einen Stein raussuchen. Krass. Okay. Ja, das heißt, wenn es gut läuft, könnt ihr euch bis zu 15 Steine extra später für die Mock-Challenge aussuchen. Mhm. Ist das nicht was? Hört sich gut an. Ich schau ab, setzt euch bitte hin, wir möchten anfangen. Freie Platzwahl. Danke. Das ist aber höflich von dir, Chris. Ja. Ein König weiß, was ich gehört. Wir müssen natürlich die technischen Voraussetzungen vorher überprüfen und müssen einen offiziellen Buzzer-Test machen. Haut doch beide mal auf den Buzzer. Frage, haben die geleuchtet, beide Buzzer, von da vorne? Kommt man das sehen? Ja, ich krieg einen Daumen, was funktioniert. Seid ihr nicht so aggressiv? Ja, wir sind heiß. Spart euch die Energie, denn Spiel Nummer 1 heißt nämlich so. Blinde Kuh. Das haben wir, glaube ich, schon 3 Mal gespielt oder so. Bevor wir das anfangen, wollt ihr bestimmt doch wissen, mit welchem Klemmbaustein-Set wir denn klemmen, oder? Ja. Was wünschst du dir, Chris? Irgendein Autoset?
Nee, eher nicht so technisch. Ich würde gerne auf der kreativen Schiene weiterbleiben. Geil, genau, das habe ich vorbereitet. Doris, was wünschst du dir denn? Eine Katze natürlich. Ja, Katze. Ich sag nur. Achtung, und? Eure Gebete wurden beide erhört. Das haben wir nicht abgesprochen. Aber ich habe tatsächlich einmal für Doris eine große Katze. Danke. Und für den Chris den Wunsch erfüllt, etwas Kreatives. Das Lego Creator Set. Ich habe jetzt mal die vier Buchstaben ausgesprochen. Steht da drauf, Lego. Warum soll ich denn sagen, irgendein Klemmbaustein-Set? Quatsch. Blinde Kuh funktioniert wie folgt. Ihr packt gleich dieses Set aus, komplett, nicht nur den Karton, sondern auch die Polybags da drin. Polybags, das sind die kleinen Plastiktüten. Ihr müsst alles ausgepackt haben. Es darf kein Stein in so einem Polybag drin bleiben. Und es darf auch kein Stein runterfallen. Wenn ihr meint, fertig zu sein, drückt ihr den Buzzer. Deswegen kleiner Tipp, positioniert den Buzzer mal so, dass ihr mit Augen zugleich da drauf drücken könntet. Ja? Genau. Und damit ihr nicht schummelt, setzt ihr euch bitte unsere modischen Brillen auf. Einmal zum Spieltisch hinten, zum Spielzeugregal. Ja, welche möchtest du haben? Die, ja? Die passt besser zu dir. Okay, cool. Jetzt zerstören wir Doris' Frisur. Das macht nichts. Bist auch mit der Brille schön. So, boah. Okay. So, dann schaut euch noch mal kurz an. Ich weiß nicht, wie viele Bags da drin sind. Kann ich nicht sagen. Okay. Es geht quick and dirty. Ihr könnt aufsetzen, es wird quick and dirty, denn es gibt nur diesen einen Versuch. Wenn ihr buzzert, ist das Spiel durch. Um einen Punkt geht es in 3, 2, 1. Los geht's! Also, ich denke, es ist offensichtlich, der Chris startet schon mal auf jeden Fall besser, aber das heißt ja nichts. Ich habe voll Angst, dass Doris hier den Becher umwirft. Genau, schmeißt einfach weg, schmeißt alles runter. Also die Doris, soft bitte. Soft, soft, soft. Ist ja schon was runtergeklappt. Ich hoffe doch nicht. Na? Ich sag mal so, ihr habt eigentlich Gleichstand. Aber einer arbeitet dreckiger als der andere. Und einer hat vielleicht auch schon einen Fehler gemacht. Vielleicht eine Tüte vergessen, vielleicht ein Steinchen fallen lassen. Ich habe jetzt echt ganz kurz zur Seite geschielt. Wer hat erst gedrückt? Ich glaube Chris. Chris hat erst gedrückt. Ich glaub, könnt ihr das bestätigen? Ja, ich kriege gerade ein Genicke. Macht die Brille ab. Oh. Richtig ist, ihr habt beide korrekterweise die Tüten alle aufgemacht. Es liegen auch sehr viele Steine bei euch beiden rum. Ja. Jetzt gucke ich einmal nach unten und sehe schon leise. Oh, oh. Du musst uns leider was in der Tüte liegen lassen. Der erste Punkt, Spiel Nummer 1, geht an Chris. Ich muss reingrätschen. Lass reingrätschen. Es tut mir leid. Warte, Doris, warte. Es war ein Stein, gell? Es war ein Stein, der da. Ich habe auch einen. Aber, Obacht, es soll jetzt nicht unsittlich sein, Doris, aber ich muss mal gerade hier zwischen die Beine. So, warte, hier. Okay. Da ist mir noch einer. Es sind leider zwei bei dir, also ist leider verloren. Also, erster Punkt geht an Chris. Es steht jetzt 1-0 für unseren Titelverteidiger. Danke. Danke, danke. Dann gehen wir jetzt mal weiter zum praktischen Teil über, oder? Yes. Dödelkram ist fertig. Räumt mal ein bisschen auf. Wie sieht denn das da aus, Leute? Du bist größer. Sieht das also auch so aus? Genau, Steine ein bisschen zur Seite schieben. Doris, vielleicht schnapp dir doch mal deine Bauanleitung. Ach so. Die des Tigers bzw. des Löwens, bitte. Mhm. Und bereitet euch vor, jetzt kommt Spiel Nummer 2. Speedbuild kommt immer irgendwann. Spiel 2 oder 3 ist immer Speedbuild. Ganz einfach erklärt. Ihr habt das Set da liegen. Ihr baut es einfach so schnell auf, wie ihr könnt. Mhm. Wer fertig ist, buzzert. Ich gucke drüber mit meinem geschulten Auge, ob da irgendein Fehler drin ist. Pro Fehler gibt es 10 Sekunden Abzug. Es lohnt sich also, bis zum Schluss durchzubauen, ja? Mhm. Nicht aufhören, wenn der andere fertig ist. Mhm. Speedbuild beginnt in 3, 2, 1, 0. Oh Gott. Ich kann schon mal verraten, beide haben genau gleich viele Steine auf dem Tisch liegen. Hoffentlich. Oh, was? Ah, stinkig? Ja, auch. Aber es ist auch anstrengend hier mit Lego. Es ist anstrengend. Du hast bisher 11 Steine zusammen gemacht. Ja, aber es ist, die Doris baut gut Druck auf. Die, ja? Ja, ja. Das ist schon was anderes. Ich möchte euch schon mal was verraten für das nächste Spiel. Und zwar, also eines nächsten Spiele. Schaut euch die Steine genau an, ja? Mhm. Warum? Sag ich nicht, warum. Okay.
Doris, erzähl doch einfach mal, was machst du denn sonst so mit deinem Kanal? Ich habe da noch nicht so intensiv reingeguckt. Boah, wir machen hauptsächlich dumme Lego-Videos im Lego-Store zu Hause. Okay, so ein bisschen wie, wie heißt der Held der Steine? Nein, eher so lustige Sachen, so ich habe kein Geld und möchte mal Lego kaufen okay, oder cool. Ich habe keinen Platz und möchte Lego kaufen oder ich habe keinen Platz und kein Geld. Und habe trotzdem ganz viel Lego stehen. Ja, genau, so okay. Die Richtung. Also eigentlich immer so Fun-Sachen. Aber das, weil das macht uns Spaß und den Leuten, die zuschauen auch. Aber ihr wart ja auch im Fernsehen, auch bei RTL, gell? Ja, genau, wir waren auch bei Lego Masters letztes Jahr. Wie bist du dazu gekommen? Gibt es so eine österreichische Variante oder wart ihr auch in Deutschland? Nein, wir waren eh in Deutschland. Wir kannten die Sendung nicht mal, wir sind angeschrieben worden. Ich finde es übrigens unhöflich, dass du mich überhaupt nicht anguckst beim Reden. Gell? Ich schaue mich auch nicht an. Na. Du willst dich nicht ablenken. Gar nicht. Ach Mist, du hast meinen Plan durchschaut. Ja. Aber ihr wart trotzdem in Deutschland dann ja, auch? Ja genau, es gibt nur Deutschland, es gibt nicht Österreich. Und die haben uns gefragt, ob wir mitmachen. Wie lange habt ihr da gedreht? Wir waren 4 Wochen dabei. Am Stück? Ja, also es sind 6 Wochen Sendezeitraum gewesen und wir haben 4 Wochen. Okay, krass. Ich frage mich, ob es sich auch lohnen würde, eine Negativ-Speed-Challenge zu machen. Also wer baut am langsamsten? Das ist sinnlos, oder? Ich guck mal, wie die beiden gerade stehen. Wie sieht's aus? Gut. Gar nicht. Ja, er ist ein bisschen weiter als ich, aber er versucht mich immer abzulenken. Nein, nicht einmal. Ich bin die ganze Zeit ganz still hier. Nein, du die stellst Doris, was die erzählt. Ja. Also ich habe gesagt, Doris, mal nur eine Frage und ab dann ging es los bei der Doris. Kein Halten mehr. Redet sie viel? Nee, ich muss gestehen, fairerweise, ich mag die Doris jetzt nicht in schlechtes Licht stellen. Ich habe schon versucht, sie ein bisschen abzulenken. Ja. Aber die Doris hat das nicht zugelassen. Aber irgendwas ist da gerade bei Doris im Argen, ne? Habe ich auch gesagt gehabt. Doris, guck lieber nochmal. Ja. Hast du es gesehen, dass da gerade was im Argen ist? Ich habe eben gelunzt und da habe ich zu ihr gesagt gehabt, schau doch wirklich nochmal nach. Aber sie hat mir nicht geglaubt, ja. Oh, oh, Doris. Ich war noch ein bisschen Druck wie beim RTL. Es schaut eins zu eins so aus. Dolly wird sicher Nein sagen. Ab 7 plus. Naja. Was, aber 2? Yes. Voll lecker hier, Schokolade. Ja. Wollt ihr auch? Nee, nein. Moment nicht, danke. Ich habe ein Problem. Ihr müsst euch schneller bauen. Ja. Dann kriegt ihr auch was. Das Spiel heißt ja auch Speedbuild. Was heißt denn Schokolade auf Österreichisch eigentlich? Sagt man da so Schöckerli oder so? Nein, Schokolade. Ich verstehe es nicht. Was, Schokolade oder wo nein, sind wir jetzt? Nein, Problem. Kann ich einen Joker haben? Oh, ich habe was vergessen, aber ich habe es doch gefunden. Ne? Endlich. Aber, Chris macht einen Fehler. Was hast du vergessen? Bist auch, das ist doch egal. Sehe ich von hier, was der Fehler gemacht hat. Nee, ich habe ihn gerade korrigiert. Also du kannst den Fehler gar nicht mehr sehen. Aber ich befürchte, die Doris könnte auf ähnliche Schwierigkeiten stoßen. Ach so? Mhm. Ich habe schon mal Schwierigkeiten, weil ich keine Steine finde. Ich möchte mal gerade zusammenfassen, ihr Klemmbaustein-Chaoten. Ja. Also auf der rechten Seite sehe ich eine Rippe, links auch. Den Vogel, links, rechts, ja. Mhm. Der Rumpf des Löwen ist bei Chris weiter. Ja. Sieht gerade ein bisschen aus wie ein Tyrannosaurus Rex. Zeig mal einen Tyrannosaurus Rex in die Kamera, Chris. Nicht da, das ja, danke. Zeig nochmal kurz. So könnte er aussehen. Ja. Ja. So, jetzt habe ich auch genug Zeit verschenkt. Das war meine Taktik. Mhm. Ich werde aber mal der Fairness halber diese knubbelige Krone wieder zu dem Ort hinbringen, wo sie dem nächsten König entnommen wird und aufgesetzt wird. Meinem Pult. Leider ist die Krone viel zu groß für das Pult. Yes, sir. Wann ist hier eigentlich Mittag? Gute Frage. Frag mal die Doris. Die weiß das. Doris, wenn ihr so weiterbaut, so langsam, dann können wir wirklich gleich hier den Schlüssel umdrehen und verlassen das Theater in Rüsselsheim. Ja, das macht es doch nicht. Zieht sich. Ich nehme das Mittagessen auch gern hier ein. So. Ich frag mal, können wir Doris bitte Spaghetti Bolognese bringen? Vegan? Na, ja, ist auch mit Fleisch, okay. Viel Fleisch. Danke. Kommt. Ich habe gerade gedacht, irgendwas fehlt doch beim Bauen und dann sehe ich, mein Tiger ist gar nicht mehr da. Ich weiß nicht, was du meinst. Darf ich meinen Tiger wieder haben? Danke. Das ist aber ein Schelm, Doris. Das müssen wir uns jetzt patentieren lassen, diesen Namen. Sagt man das so? Also, Hashtag Schelm Doris. So. Kannst du ein Katzengeräusch machen, Süßes? Ich glaube nicht.
Mir auch. Ich meinte Chris. Also, ja. Gut, nein. Ja, gut. Ja, bitte. Lass uns schnell. Ey, die Doris, guck mal, die hat mir das Falsche gegeben. Ich möchte ja. Ja. Hast du es echt getauscht? Nein. Natürlich. Können wir ganz kurz Regie, das einmal rückspannen. Einmal Sie hat es auf jeden Fall getauscht. Ich habe es nicht getauscht. Irgendwie kam die falsche Katze rüber. Ich glaube, der Björn war das. Ihr seid zwei wilde. Also wirklich. Typ innen. Entschuldigung. Typ innen. Herr Chris sagt es gerade. Ohne Fun kein Spaß. Und dabei ist alles. Und das gilt auch für euch. Und zwar, ihr könnt was gewinnen zu Hause. Schreibt unten in die Kommentare ganz einfach rein. Hashtag Lego. Und dann könnt ihr das Set des Verlierers, also eines der beiden Löwen vorne, könnt ihr gewinnen. Hashtag Lego in die Kommentare bei YouTube oder Twitch. Und dann werden wir in 4 Wochen ungefähr, vielleicht auch 5, den Gewinner bekannt geben. Jetzt hört Doris, dein Set wird verlost. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich glaube nicht meins. Das ist aber nicht fair. Aber wisst ihr gerade, was ich auf meinen Moderationskarten gesehen habe? Da stand drauf, wichtig, so rot hinterlegt, wichtig, den Geier und die Rippe aus Zeitgründen nicht mitbauen. Cool. Zum Glück haben wir das trotzdem gemacht. So. Den Geier? Gibt es da noch einen Geier? Ja, was ist denn wohl der Geier? Ich Füße, mein Ding. Wow. Was hast denn du gedacht? Okay. Liebe Klemmbaustein-Chaoten, was ist das denn bitte sonst, wenn das kein Geier ist? Sieht man das hier? Ich frage mich, Kinder, seht ihr, was das ist? Was ist das? So. Was hast du denn gedacht? Oh, danke. Ach, für den das Geier. Ist ein Geier. Ich habe auch angebaut. Was ist sonst ein Dracula? Nee, ich hätte nicht gedacht, dass der mit dazugehört, ehrlich gesagt. Ein Auto? Nein, er schläft. Vielleicht, weil er ein Fehler ist. Aber Doris, wenn wir es eh nicht dazu bauen sollen, dann passt es ja. Doris, dein Geier sieht aus wie ein Pinguin. Der so irgendwo slidet. Guck mal hier. Der ist auch ein Pinguin. So. Aber wir nähern uns dem Ende. Das ist eine gute Sache. Ja, ich beeile mich Spiel jetzt. Bei Spiel 3, da kommt gleich der Buzzer auch zum ein Einsatz. Ich baue entspannt jetzt. Bitte? Da wird es richtig wild. Du baust jetzt entspannt? Nee, ich habe gesagt, ich baue ein bisschen zu entspannt und ich drücke jetzt auch wirklich jetzt mal drauf, dass wir hier mal fertig werden. Doris und Chris, mir ist gerade das Kabel aus der Hose gefallen. Aber davon abgesehen, wollte ich euch noch was bekannt geben. Ja. Denn einer von euch darf heute am Ende der Show einen Gewinner bekannt geben. Cool. Und zwar den Gewinner des Maxoli-Bausets vom letzten Mal. Aus der Show 3 gab es zu gewinnen, ja, dieses Set mit diesem Holzsteinchen in XXL. 216 mal so groß wie ein herkömmlicher Klemmbaustein. Und einer von euch hat Hashtag Maxoli in die Kommentare geschrieben und der wird gleich hier live ausgelost. Nice. Ich würde sagen, der von euch, die Show gewinnt, darf auch die Gewinner bekannt geben. Viel Spaß. Cool, ne? Ja, das ist aber schlecht eigentlich. Mal gucken, was noch kommt, Doris. Riecht noch mal dran, wie lecker das riecht. Doris? Ja? Chris? Yes? Könnt ihr mir helfen nachher? Na klar. Wir müssen nämlich noch den Gewinner bekannt geben am Ende dieser Sendung. Und zwar den Gewinner von letzten Show. Weil die Zuschauer, die können immer was gewinnen, ne? Das wisst ihr, ne? Was gibt's denn zu gewinnen? Ja, was gab's zu gewinnen? Du hast mitgespielt, du Heinz. Ah, Maxoli bestimmt, die Max oder? Maxoli-Teile. Da gab's nämlich ein Starter-Set zu gewinnen. Hashtag Maxoli in die Kommentare. Wurde gemacht und wir losen nachher den Gewinner aus. Und ich sag mal, die liebe Doris, egal ob sie heute gewinnt oder verliert, die liebe Doris wird nachher live den Gewinner dieser Holzbausteine ziehen. Gerne. Vielleicht kannst du mir helfen, einen Stein zu finden. Brauchst du vielleicht den großen Orangenen? Nein, leider nicht. Ich meine, der hilft gut als Beinersatz. Du gewinnst die Show vorzeitig, wenn du den mit einbaust. Okay, ich bräuchte aber diesen Teil, das Gelenk. Ja, den gibt's nicht. Ja, jetzt kaputt. Spiel Nummer 2 geht an Chris. Nein, komm, ich nehme also, das irritiert dich doch nur. Komm. Aber das Gelenk ist tatsächlich nicht da. Wetten, das liegt wieder bei dir irgendwo rum. Wetten, du sitzt drauf. Nee. Wetten doch nicht. Hä? Okay, wenn es nicht da ist, dann lass es weg. Ja, dann kann ich das Bein nicht anbringen. Okay, dann suche ich dir ein Ersatzteil raus. Moment. Ja, danke. Ist das vielleicht ein Ding? Denn man sollte ja in jedem Haushalt immer einen gut sortierten Bausteinkasten dabei haben. Du brauchst einen 1x2 Plate? Nein, ein Gelenk. Ja, das habe ich ja nicht. Aber warte, oh, es ist in der Anleitung. Ups. Okay, nehmen wir das so lange. Cool. Sorry.
Jetzt weiß doch keiner wieder, welcher Raubtiervogel Tier gehört. Ich glaube, ich weiß nicht, was die Doris jetzt gemacht hat. Ich glaube, das bin ich. Nein. Siehst du? Oh, Doris, was hast du denn jetzt gemacht? Das ist deiner. Hä? Christus, volle Fehler gemacht. Nein, aber doch nicht. Oder? Ich glaube, das ist wirklich meine. Weil schau dieses Bein an, das kann nicht von dir sein. Also einer von euch, macht mal kurz Pause. Ich möchte es mal zeigen. Das ist ja, sag mal, seid ihr denn völlig irre? Guck mal, kann man das erkennen, liebe Leute? Das ist die Bauversion des einen. Hier vorne kommt ja der Kopf, glaube ich, ran oder Schwanz. Und der andere hat den Schwanz auf der anderen Seite. Seht ihr, was da nicht passt? Einer von beiden verwechselt gerade Kopf mit Schwanz. Und ich weiß nicht mehr, wem was gehörte. Das ist meins. Ja, das ist meins. Aber irgendwas stimmt nicht. Doris, hast du vorne und hinten Doris verwechselt? Doris hat vorne und hinten verwechselt, ja. Brauchst du Hilfe? Soll ich dir mal aufmalen, wie sowas aussieht? Hier. Ja, das hilft vielleicht. Vorne das ist ein Mund dran. Gib der Doris mal so eine Bauanleitung einfach. Ja. Aber Chris, in den letzten Zügen, es müsste noch ein Wunder geschehen, wenn hier die Doris Spiel 2 gewinnt. Aber es wäre nicht schlimm, denn es gibt ja noch Spiel 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach so, jetzt muss ich nur noch hier Rippe und Geier und... No! Warte mal, ich war jetzt gar nicht vorbereitet. Ich stehe hier so, guck so und dann buzzerst du. Das gucke ich mir mal an. Warte. Leute, Chris sagt, er ist fertig. Wir gucken mal. Aber hast du so viele Ersatzteile dabei? Yes. Hä? Können wir es mal hier in die Kamera reinkriegen? Sieht man das? Sieht man das in dieser schönen, wunderbaren Kamera? Ich gucke mal kurz. Ja, sieht man. Okay, ich schau mal kurz drüber. Mhm. Jetzt nehme ich aber diesen Karton zur Hilfe. Aha. Doris Bauarbeiter, ich sehe schon mal zwei Fehler. Ja, ich sehe auch einen. Ein? Ich sehe zwei. Ja, ich sehe auch einen, ja. Ich sehe drei Fehler. Sag mal, die ganze Schulter fehlt, du Heinz. Ja, ich kann ja nochmal nachbauen. Sag mal, was ist Doris ist ja noch nicht fertig. Da fehlt ein Stück vom... Da fehlt eine Schulter. Und die Zähne. Und die Nase ist falsch rum. Nein, die Nase ist gut. Nee, die ist nicht gut. Doris Bauarbeiter, Zeit ist gestoppt, ne, natürlich. Da muss ich echt mal jetzt die Fehler zählen. Nee. Pro Fehler 10 Sekunden Abzug. Hast du beim Gesicht auch noch was ja, vergessen? Ja, ich hab noch was vergessen. Ja. Also ich zähle 1, 2, 3, 4. Zeig mal kurz. Ich hab's gerade gesehen. Irgendwas mache ich gerade komplett falsch. Ja. Ja. Also Doris, ich sag mal, wenn du es noch schaffst, Doris, in 25 Sekunden, dann gewinnst du das Spiel. Also los. Ja. Bist du schon fertig? Doris, noch vielleicht 10 Sekunden. Ich freue nicht mehr nach, aber wir haben noch mal zwei Teile gefehlt sogar. Das gibt's auch gar nicht, das Teil, was noch fehlt. Aber ich würde sagen, das Spiel ist entschieden. Mhm. Spiel Nummer 2, Speedbuild. Auch mit Fehlern, geht aber trotzdem an den Chris. Es steht hiermit jetzt, oder jetzt offiziell, 3-0 für den Chris. Mhm. Doris liegt hinten, aber schon mit Spiel 3 würde sie aufholen können. Gucken wir uns mal ganz kurz eine witzige Sache an. Also es kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, ja. Irgendeiner von euch hat einen kapitalen Fehler. Das soll zweimal dasselbe Tier sein. Das sieht ganz gut aus. Dieses Tier ist leicht beeindruckend. Es ist kopflos, ja. Richtig. Gut gesehen. Und die Füße sind falsch rum. Die Füße. Der läuft quasi rückwärts. So irgendwie. Ja, Doris, hat ja nicht gereicht. Ja, aber dein Geier ist auch cool, gell? Ja. Und der Geier. Der Geier ist auch cool. So, Doris, 3-0 steht es leider für dich. Ich muss kurz traurig gucken. Doris, 3-0. Ist wirklich traurig, ne? Der Chris führt aktuell. Aber drei fette Punkte gibt es für Spiel Nummer 3. Spiel Nummer 3 heißt so. Es heißt? Mit Köpfchen. Du kannst lesen, du hast gewonnen. Wow. Das war Runde 3. Drei Punkte. Spiel Nummer 4. Hallo, Tetz. Schiebt mal bitte eure Klumpen da ein bisschen zur Seite und schaut, dass jeder sein richtiges Set auf seiner Seite hat. Könnte für den späteren Verlauf der Show wichtig sein. Buzzer in die Mitte. Wir spielen jetzt ein kleines Quiz. Und es ist relativ leicht erklärt. Wir spielen gleich verschiedene Fragen, und zwar genau 7 Stück. Ihr dürft zu jeder Zeit buzzern, wenn ihr denkt, die Antwort zu wissen. Wenn ihr buzzert, habt ihr 5 Sekunden Zeit. Ist die Antwort richtig, bekommt ihr einen Punkt. Ist die Antwort falsch, bekommt der Gegner einen Punkt. Darf sich die Frage zu Ende hören und darf auch antworten. Also theoretisch können wir hier mit einem Abstauber 14 Punkte verteilen. Ist klar? Verstanden? 7 mal 2 ist 14. Okay. Seid ihr bereit? Yes. Frage Nummer 1. Löwen sind beeindruckende, wenn nicht sogar die beeindruckendsten Tiere im Tierreich, finde ich zumindest.
Nur ein Lebewesen auf diesem Planeten stellt für ihn eine ernsthafte Gefahr dar. Welches? Chris Buzzard? Der Mensch. Ist der Mensch ein Lebewesen? Ja. Das ist richtig. Ein Punkt für Chris. Sehr gut. Frage Nummer zwei. Ich nehme mal die Karte in die Hand. Sieht ziemlich wichtiger und klüger aus. Der Löwe gehört zur Ordnung der Raubtiere. Doch zu welcher Familie? Da hätte ich nicht gebuzzert. Ich hätte es nicht gewusst. Aber nee, gut, gut, gut. Was sagst du denn? Ich habe es hier stehen. Ich weiß es. Säugetiere? Wolltest du es nicht wissen? Also die Frage hättest du echt beantworten können, denn die Antwort... Sag ich, Chris, möchtest du den Punkt nochmal verdoppeln? Nee, alles gut. Also die Ordnung ist Raubtier, die Familie, weiß es jemand, zu welcher Familie gehört... Ja, du weißt es? Katze. Katze ist richtig! Doris, du und Pumba! Schade. Gut für den Chris, da freut sich gerade ein Loch im Bauch. Zeig mal. Da ist mein Loch. Sehr gut. Es steht jetzt also 2-0. Frage Nummer 3, seid ihr bereit? Nein. Ich wäre schon ein bisschen nervös jetzt. Die Umweltschutzorganisation WWF wurde 1961 gegründet. Sie bedeutet Worldwide Fund for Nature. WWF, Worldwide Fund for Nature. Welches Tier zieht das Wappen? Chris? Panda. Du nix? Das ist richtig. Panda ist richtig. 3-0 für den Christopher. Aber das ist nicht schlimm, Doris. Wir haben noch 4 Fragen. Das ist nicht schlimm. Schauen wir mal. Frage Nummer 4. Ich mache wieder einen auf Mr. Wichtig. Zurück zum Lego-Set. Wir müssen ja hier Lego-Sachen machen und nicht immer nur so Wissenssachen. Zurück zum Lego-Set. Nicht drauf gucken. Ein kleiner Geier gesellt sich nicht zu dem Löwen. Guck ja nicht. Er versucht sich gerade eine Rippe zu genehmigen. Und welches Bauteil? Welches besondere Bauteil ziert das Haupt des Geiers? Chris? Ein Herz. Boah, ist das gut. Richtig, Herz ist richtig. Ja, 4-0 für den Chris. Zeig doch einmal kurz den Geier mit seinem Herzkopf in diese Kamera da vorne, in die 2. Da steht ein dicke 2 drauf. In die 2. Sieht toll aus, ne? Ist ein tolles Bauteil. Doris, ist aber nicht schlimm. Wir haben noch wirklich 3 Fragen und es sind bis zu 6 Punkte möglich. Das heißt, du kannst noch Spiel Nummer 3 gewinnen. Ist noch alles gut. Ich würde auch gern, dass du länger bleibst. Noch ein paar Shows. Also gewinn doch bitte heute. Frage Nummer 5. Dieser Löwe aus dem Set stammt aus der Creator-Serie. Diese Serie gibt es seit 2010. Stimmt das? Wer traut sich da einfach nur Ja oder Nein zu sagen? Schnelle Punkte. Ach, Doris traut sich daran. Ihr müsst nicht sagen, welches Jahr stimmt. Was war ich ein Tipp? Den Punkt schenke ich der Doris. Ich weiß nicht. War das nicht ein Raunen geht durchs Publikum? War das nicht gerade ein guter Tipp? Ich wiederhole eben mal die Frage. Gibt es seit 2010? Stimmt das? Wenn es nicht so ist, ihr müsst nicht genau das richtige Jahr sagen, wenn es falsch ist. Sag mal, ist es denn die Puste? Nein. Ist richtig, 2001 wäre richtig gewesen. Genau, steht 4-1, Chris Gentleman. Danke. Ja, man tut, was man kann. Ich dachte eben schon kurzzeitig, ihr seid beide sehr doof. Aber ist nicht so, ne? Du hast in Absicht gewartet. Ja, einfach. Ja. Nein, vielleicht haben wir auch blöd ausgedrückt. Und jetzt kommt's. Ein ausgewachsener Löwe. Schon mal einen gesehen? Ja, im Zoo halt. Ja. So. Ich habe einen zu Hause. Der ist ganz schön groß und mächtig. Kleine Löwen sind irgendwie süßer. Wie aus dem Film König der Löwen, kennt ihr bestimmt, ne? Da heißt ja der Hauptlöwe, dieser Kleine, der heißt ja Simba. Und wie heißt eigentlich die Freundin von Simba? Nala. Du nickst auch, kennst du den Film? Ja. Kannst Nala bestätigen? Mhm. Vielleicht war das aber auch gar nicht die Frage zum Schluss. Vielleicht wollte ich ja wissen, wie Mufasas Onkel heißt. Nein, natürlich wollte ich das genau wissen. Ja, das ist richtig. Doris? Ja? Es steht 5-1. Es gibt nur noch eine Frage und damit ist Spiel oder Runde Nummer 3 gelaufen. 3 Punkte für Chris. Chris gewinnt Spiel Nummer 3. Danke. Ist nicht schlimm. Es steht ja zwar insgesamt 6-0 für Chris. Wir kommen jetzt zu Spiel Nummer 4 und das ist ganz neu. Das gab es noch nie bei King of Bricks. Mhm. Das ist richtig geil. Oh, Upside Down.
Nein, das gab's noch nie. Ach, okay. Ich hab voll Bock. Seid ihr bereit? Yes. Spiel Nummer 4 heißt so. Die Noppen sind Lava. What's that? Dreht euch mal um. Auf dem Spieltisch oben ist so ein Maxoli 1x1 mit einer Adapterplatte und noch so einem fetten 1x3. Genau. Ja. Jeder kriegt davon einen so ein Apparillo. Mhm. Stellt es vor euch hin. Mhm. Die Regeln sind wie folgt. Ihr müsst euer gesamtes Bauwerk, also bei dir zum Beispiel, Doris, alles, was du hier siehst, du könntest jetzt zum Beispiel noch schnell das zusammenstecken und so, ja? Mhm. Alles, was hier ist, bei dir, Chris, alles, auf dieser Noppe platzieren. Das auch alles? Das auch. Ich sag mal, also um es mal kurz verständlich zu machen, du kannst alles jetzt quick and dirty einfach hier raufstecken, zum Beispiel. Und das Ganze irgendwie versuchen, hier zu drapieren. Ja. Wenn ihr buzzert, muss das Ding 5 Sekunden stehen. Mhm. Wenn es umfällt, habt ihr Runde 4 verloren. Wenn stehen hey. Ich bin gespannt. Ich habe es in der Probe einmal gemacht mit dem anderen Set. Aber hier das haben wir diese Balljoints und so weiter. Es wird ein bisschen knuspriger. Mhm. Komm, ohne Geier und ohne Rippen. Man darf auch stressen, die Steine? Ja, es sind keine Bautechniken verboten. Ihr dürft illegal bauen, wie ihr wollt. Die Noppen sind Lava, geht los in 3, 2, 1, jetzt. Also, die Doris macht erstmal den Müllhaufen zurecht und klemmt den, ja, Müllhaufen war jetzt nicht abwertend gemeint, das sind halt die restlichen Steinbrocken. Ja. Und klemmt die sinnvollerweise an große Flächen. Chris versucht erstmal sein Modell zu Ende zu bauen, was relativ sinnbefreit ist. Vielleicht ist er hier eher ästhetisch als mit Sinn und Verstand dabei. Jetzt kriegt er noch einen dicken Po, der Löwe, von Chris. Und die Kunst ist da gleich, das ganze Ding auf dieser 1x1 Mini-Nuppe oder 1x3 Nuppe zu platzieren. Das ganze Ding muss 5 Sekunden stehen. Wenn dem so sein sollte, bekommt der Spieler 4 Punkte. Und dann könnte es entweder 10-0 für Chris stehen, für unseren Titelverteidiger. Oder Doris holt auf, was ich hier sehr, 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 sehr wünschen würde. Und es steht 6-4. Ich würde behaupten, aktuell ist der Chris. Schönes Ding. Komm, nicht aufgeben, nicht aufgeben. Danke. Nicht aufgeben. Oh Mann. Vielleicht hast du ja Glück und der Chris ist gleich übermütig, haut das Ding auf die Noppe und das fliegt voll auf den Boden. Ja, gut. Chris möchte schon drapieren. Denk dran, die Noppen sind Lava. Okay, Chris hat einen kapitalen Fehler gebaut. Gut für Doris. Keep on, keep on, keep on. Versuch's, ist hart. Oh, ja, die kleinen Steine und der Druck ist groß. Der Druck ist groß. Warum? Ja, warum? Ah, ist das für ein Kack hier? Ich kann es doch einfach hier. So, jetzt hast du einfach Kack gesagt? Nein. Ich weiß nicht, sag mal, was machst du eigentlich, Chris? Du warst doch schon öfter hier, du bist doch nicht mehr aufgeregt. Ja, zeig mal, was du machst. Okay. Chris spreizt die Beine. Akribisch mit. Aha, er hat einen Standfuß gebaut, aber nicht verstanden, dass die Technik so gar nicht geht, aber es sieht... Nee, das ist das eben, wenn die Erfahrung fehlt. Er ist kreativ, aber nicht die Klemmbausteinerfahrung. Bisher war Chris ja unser Underdog, hat aber letzte Show den Tobi weggefegt. Pam! Ich muss ihn gar nicht festmachen, er muss nur da sein, oder was? 5 Sekunden auf dem Stein, oder wie? Richtig. Chris balanciert, der muss buzzern. 5. Warte, okay. Wir stehen beide. Macht beide die Hand vom Tisch. Ich weiß nicht, wer hat zuerst das Modell platziert? Habt ihr das gesehen im Publikum? Nee? Warst du's? Aber gedrückt hat zuerst Chris und die Frage, die Aufgabenstellung war, wer zuerst drückt. Der muss 5 Sekunden durchhalten. Chris hat gedrückt und hat jetzt bestimmt schon 30 Sekunden durchgehalten. Mein Herz blutet latent, aber die Gewinnerin, Entschuldigung,
Die Gewinnerin ist Chris. Innen ist in diesem Spiel auch der Chris. Vier Punkte für dich. Bitte. Danke. Schade. Damit steht es dann. Ja, was ist denn los gemacht da unten? 10-0 für den Chris. Oh, schade, ich habe nur das. Und wir kommen zu Spiel Nummer 5. Und jetzt hoffe ich für alle, die hier draußen bei der Lego-Ausstellung hier in Rüsselsheim an den Absperrungen stehen, dass ihr alle eure Ohren spitzt. Denn Spiel Nummer 5 ist voll interessant. Es heißt so. Gibt's auch immer, schätzen. Ja. Dreht euch mal bitte kurz um zum Spieltisch. Da sind so Karten, so mit dem King of Bricks Logo. Mhm. Das schnappt ihr euch. Und dann kriegt ihr noch so einen dicken, dicken Stift da rechts. Mhm. Genau. Damit der Tisch nicht ganz so verhudelt aussieht, räumt doch mal ein bisschen auf. Mhm. Die Lava-Gedöns-Sache, die schiebt ihr mal wieder zurück zum Spieltisch. Aber jetzt den Kopf. Wie sieht der denn aus, ey? Der ist ein bisschen verklüngelt, dein Kopf. Aber das heißt kein Kopf. Wir spielen jetzt das Spiel Schätzen. Ich stelle euch gleich Schätzfragen. Habt ihr es gerade runtergeschmissen? Nee. Nein. Was fällt euch ein? Ich stelle euch gleich Schätzfragen. Und ihr schreibt eure Antwort, verdeckt natürlich, auf eure Karte. Schreibt es nicht zu groß, weil da müssen mehrere Antworten drauf. Also jetzt nicht so eine 1 so groß draufschreiben. Ja? Mhm. Wer näher am Ergebnis liegt, bekommt einen Punkt. Und wer von 7 Runden mehr Punkte sammelt, gewinnt Spiel Nummer 5. Und zwei Neuigkeiten bei dieser heutigen Ausgabe von King of Bricks. Der bis dahin schlechter abschneidet, bekommt einen Bonus für Spiel Nummer 6. Und hier im Publikum könnt ihr was gewinnen. Denn jeder von den beiden Kandidaten hier vorne hat im Spiel Schätzen einmal die Joker-Chance. Er darf sich jemanden aus dem Publikum aussuchen, der die Hand hebt und meint, die Antwort ziemlich genau zu wissen. Mhm. Ich sag mal, wenn jetzt die Frage wäre, wie weit ist der Mond entfernt? Und Chris denkt die ganze Zeit, ja, 10 Kilometer. Weiß ich aber nicht, dann kann er einen von euch fragen. Und wer es wüsste, darf sich melden. Und derjenige kriegt hier ein kleines Präsent von uns. Seid ihr bereit? Yes. Frage Nummer 1. Aus wie vielen Teilen besteht das Set? Doris, denkt dran, etwas verdeckt zu arbeiten. Mhm. Ihr habt beide getippt? Ja. Viel zu viel. Bin ich gespannt. Zeig mal bitte in diese Kamera, in die 3, wo der dicken 3 drauf, was ihr getippt hat. Doris, 237. 202 habe ich. 297, ehrlich. 297 und 202. Die Antwort ist. Viel weniger. Weniger, 224 Teile. Chris bekommt Punkt Nummer 1. Frage Nummer 2. Die schließt sich auch immer an Frage 1 an. Wie lautet der UVP auf den Cent genau für dieses Set? Auf den Cent genau. Wüsste es jemand im Publikum, wie teuer das Set ist? Ist da ein Noppenwert? Hier hätte sich der Joker nicht gelohnt zum Beispiel, keiner weiß es. Ihr habt getippt? Mhm. Was habt ihr getippt? 14,99. 24,95. Also einer ist auf jeden Fall näher dran. Ich glaube Doris. Und zwar auf den Cent genau die Doris. Punkt für Doris. Sauber. So geht das, ey. Frage Nummer 3. Jetzt mal die grauen Gehirnzellen anstrengen. 224 Teile, 14,99. Wie teuer ist denn im Schnitt ein Stein? Oh Gott. Das ist fies, ne? Ja. Wir gucken gerade bestimmt 600 Leute zu und mindestens 2 Millionen am Bildschirm. Und ich stelle so eine fiese Mathefrage. Oh nein. 1,490 Cent, 224 Teile. I don't know. Zwei Sinn. Chris hat schon was geschrieben. Ja, ich muss ja nicht ganz genau. Nee, das heißt ja auch schätzen, habe ich letztes Mal auch gesagt. Da hat Chris auch schon gesagt, ja, ich habe mich vielleicht um einen halben Cent verrechnet. Das ist ja auch schätzen. Ich weiß es nicht. Viel zu faul. Aber du kennst dich doch gut so generell mit Brickpreisen aus. So, was macht zum Beispiel Blue Bricks für Preise, was machen Lego für Preise? Und du kannst vielleicht grob den Preis einschätzen. Wir fragen nochmal dich zuerst, Doris. Was hast du getippt? 4 Cent. 4,0 Cent? Mhm. Klingt ganz gut. Chris, was sagst du? 1 Cent 25. Also 1,25 Cent. Wer würde für 1,25 Cent pro Stein sich dumm und dämlich kaufen? Einmal die Hand heben. Für 1 Cent würde ich, glaube ich, ein Jahresgehalt investieren. Nein. Also für 1 Cent kriegst du auch nicht von China Klopper irgendwelche Steine. Nee. Richtig ist tatsächlich 6,7 Cent. Der Punkt geht richtig fett und verdient an Doris. Total verdient. Ja, alles cool.
Doris, das steht für dich. 2:1, ich raste aus. Ey. Okay. Bildschirm hat sich erschrocken. Ich glaube, der Ton ist kaputt. Brüllen, das ist ganz schön laut, wenn so ein Löwe brüllt, ne? Das ist wirklich sehr laut. Was schätzt ihr denn von so einem ausgewachsenen Löwe? Wie weit ist das Brüllen zu hören in Metern? Wie weit hört man das Brüllen eines ausgewachsenen Löwen in Metern? Jetzt fragt der Chris wieder, ja, in einem Wald oder in einer Steppe oder auf einer Straße. Er steht hier, dann ist einfach nichts und dann steht ein Messgerät. So, und wie weit hört man das noch? Wie weit ist das Messgerät entfernt? Ach, Chris. Nee, also ich glaube, das ist gar nicht so weit. Also. Ich hätte mich da völlig verschätzt. Wie gesagt, ihr könnt auch einen Joker nehmen, wenn ihr mal so gar keine Ahnung habt. Vielleicht wäre das bei der nächsten Frage echt interessant. Haben wir hier Zoologen unter uns? Schauen wir gleich mal. Habt ihr getippt? Yes. Was habt ihr getippt? Ich habe mal gesagt 1,5 Kilometer oder Meter, 1500 Meter. 1500 Meter, safe. Klingt gut. Ah, eh so viel. Ja, ja, der ist laut zum Löwe. Was hast du gesagt? 410 Meter. 410. Wer würde, ich hole mal einen Tipp raus. Es geht sogar noch mehr. Was sagen Sie in Blau? Wie viel Meter könnten Löwe brüllen? Wie weit hört man schon? Okay. Wäre jemand über 2 Kilometer? Wäre jemand über 2000 Meter? Jetzt haltet euch fest, schnallt euch an, ich habe jeweils einen Gurt hinten dran. Man hört einen Löwe, 8000 Meter weit. Der brüllt hier und in Kastell sagt man so, oh, ein Löwe. Krass. Ist das nicht irre? Ja. Krass. Keiner kriegt einen Punkt, da steht weiterhin 2:1 für Doris. Ich bin noch näher dran. Ah ja, stimmt. Jetzt habe ich es fast geschafft, Doris. Oh, Mensch. Nein, hast recht, Chris, 2:2, sehr gut. Jetzt wird es sehr interessant. Löwen und Hitze, das passt ja zusammen. Ne? Da, wo es heiß ist, sind auch irgendwie Löwen. Ne? Aber Hitze bedeutet im Fachjargon unter uns Zoologen auch etwas anderes. Und zwar ist die Brunftzeit der Löwen. Wie oft paart sich ein Löwe während der Hitze, die geht übrigens 40 Tage, wie oft paart er sich in dieser Zeit? Ihr könnt davon euch mal hochrechnen und dann könnt ihr mal schätzen. Wenn ihr es nicht wisst, wir haben auch noch ein paar Joker hier sitzen. Wie oft macht der Löwe das? Was ist ein Löwe? Ich glaube, der ist müde und vollgefressen. Aber der hat nur 40 Tage Zeit, dieser Löwe, um die Hitze zu vollziehen. Ich dachte. Also ich finde die Zahl total klein, wenn ich an mich denke. Chris, was sagst denn du? Also 40 Tage, mindestens 40 Mal. Oh. Okay. Doris? Mindestens. Ich glaub, noch einen drauf? Ich glaube, der macht nichts anderes. 425. Boah. Ja, also so 3,5 Mal am Tag. Der Löwe, der ledert richtig einen weg. 300 Mal macht er die Paarung. So, Bildungsfernsehen ist vorbei. Punkt für die Doris. Das sieht immer gut aus, ja. Wow. Klasse, ne? Jetzt wäre vielleicht echt eine Frage für die Zuschauer. Denn wie gut bewertet die Amazon-Kundschaft dieses Set in Sternen? Es gibt maximal 5 Sterne. Und mit wie vielen Sternen wurde bisher dieses Set durchschnittlich auf Amazon bewertet? Ich glaube, da brauchst du einen Joker. Joker? Es gibt ein Lego-Set zu gewinnen? Es gibt maximal 5,0 Sterne auf Amazon. Wie wird dieses Set bewertet? 1,0, 2,3? Kann das jemand schätzen? Ungefähr? Weiß es niemand? Einen Tapferen haben wir, 2 Tapferen. Ja. Chris, wen willst du aus? Ich glaube, der junge Mann in Blau war bei mir der Erste. Junger Mann, ja, komm doch einmal da hinten durch, guck mal. Gibt es nicht noch Fragen? Ja, ich nehme jetzt mal einen Joker. Ich glaube, das ist eine gute Schätzfrage. Okay. Wie heißt du denn? Komm mal hier vorne lang. Wie heißt du? Silas, grüß dich. Hi, ich bin der Björn. Moin, Silas. Du weißt die Antwort. Du weißt ungefähr, wie viele Sterne vergeben wurden. Super, das ist Glück für Chris, vielleicht auch Glück für dich, weil du kannst gleich ein Set gewinnen. Geh mal kurz zum Chris. Einmal rum. Hi, ich bin Chris. Hi. Und jetzt flüsterst du dem Chris was ins Ohr. Und ich sag der Doris, ich lenk Doris ab. Okay. Ganz genau. Okay, super. Schreib das auf, Chris. Jawohl, danke für deine Hilfe. Silas, du kannst kurz hier warten bei mir. Was habt ihr denn getippt? Chris, du mit deinem Joker. Ja, ich wusste ja nicht, aber der Silas wusste es. Und der Silas sagt 4,3. 4,3? Ich hab 4,4.
Wie viel? 4,4? Mhm. Das ist doch falsch. Also ich habe die Antwort stehen. Ich zeige es dir mal ganz kurz dem Silas. Du kannst es schon mal lesen. Siehst du das hier? Silas gibt jetzt die Antwort. Die durchschnittliche Bewertung bei Amazon für dieses Set lautet? 4,8. 4,8, damit Punkt für Doris. Yay. Aber Silas, das ist gar nicht schlimm, weißt du was? Wir geben dir trotzdem ein Set, auch wenn du gerade nicht richtig geraten hast. Wie wäre es mit diesen Minifiguren? Willst du die mitnehmen? Ja. Die sind total selten, Silas. Willst du mitnehmen? Klasse. Viel Spaß damit. Super. Tschüss, Silas. Dankeschön. Dankeschön trotzdem. Gleich kommen richtige Kartons beim nächsten Verlosung für die Kinder. So, das heißt, es steht aktuell 4-2. Damit wäre das eigentlich obsolet, das Ganze. Denn die Doris hat hiermit Spiel Nummer 5 gewonnen. Super. Endlich. Also, es steht jetzt 10-5 noch für Chris, aber die Doris hat eben mit 5 Punkten gut nachgeholt. Und in Spiel Nummer 6 kannst du die Führung übernehmen. Und Spiel Nummer 6 ist grandios, das heißt nämlich so. Mock, was du willst. Ihr habt jetzt die Chance, beziehungsweise die Aufgabe, mit euren Teilen erstmal, die dort liegen, also mit eurem Set, und den bisher erspielten Punkten alias Bonussteinchen ein Set zu bauen, was immer ihr wollt. Mhm. Ihr könnt eine Gardinenstange bauen, ihr könnt ein Haus bauen, eine Kaffeetasse, völlig egal. Denkt euch ein bisschen was aus, vielleicht etwas, was zu den Farben passt. Und Ladies first, Sie hatten 5 Punkte, junge Dame. Mhm. Suchen Sie sich 5 Teile aus der Teilebox aus. Und Chris kann auch schon mal sagen, du bekommst 10 Teile. Du hast bisher 10 Punkte. Du brauchst jetzt einen Fensterrahmen auf jeden Fall. Und hier so einen Steinetrenner. Ja, nimm den doch mal mit. Sollen wir ihn trotzdem schon mal auseinander bauen? Kannst du mal auseinanderfriemeln, ja. Das ist eine gute Idee. Und jetzt kommt noch eine Besonderheit. Und zwar, der zu Spiel 6 weiter hinten liegt, in diesem Fall Doris, darfst du jetzt noch einen Umschlag aussuchen. Was du alles darfst, Doris. Okay. Doris, wir haben 3 Umschläge. Ja. Einen blauen, ja. Einen roten und einen gelben. Ja. Zeigst du gerne mal die Kamera. Frage, welches Logo hat auch diese 3 Farben gehabt? Nein. welchen Umschlag hättest du denn gern? Den gelben, der passt so schön zum Löwen. Den gelben Umschlag. Mhm. Dein gelber Umschlag, Doris. Dein kleiner ja. Bonus zur Mock Challenge. Yes. Klaue 5 Teile vom Gegner. Och nö. Also jetzt von meinen 10 Teilen klaust du 5. Ne? Gönn dir. Hashtag Gönnung. Jetzt kannst du überlegen, entweder du holst die Teile, die dir was bringen. Ja, ich bin gerade hin und her gerissen. So. Na, ich nehme was hast du denn geholt? Sag mal. Gelenke. Was hast du denn vor? Oh nö. Also ich so, Gelenke ihr Koryphäen. Gibt's im Shop übrigens. Ne? Es geht los, 15 Minuten Zeit. Mock, was du willst, beginnt nur? Jetzt. What the fuck? So. Die ersten Sekunden sind die fiesesten. Zumindest war das bei mir, als ich bei Lego Masters war so. Weil man da noch nicht so genau weiß, was man bauen soll. Man hat so eine Ahnung. So, ich glaube, Doris hat auch eine Ahnung. Weiß nicht, Stange oder so? Keine Ahnung. Aber so das wirkliche Konzept entsteht dann erst in den nächsten Stunden. Stunden. Dafür haben wir aber heute nur Minuten Zeit. Chris, eine Idee? Mir fehlen jetzt Teile. Ich dachte, ich bin jetzt kurz. Ja. Noch traurig, mir fehlen halt wirklich Teile. Wir haben ja 2 kreative Köpfe, Chris und Doris. Doris auch sehr oft, sehr aktiv und sehr populär beim Live-Bauen auf Twitch. Heißt du da auch Tide Power 2 Rick? Tide Power 2, ja. Tide Power 2. Mhm. Und da baut ihr regelmäßig zusammen. Yes. Du und dein Gatte. Seid ihr verheiratet? Nein, wir sind Sklaven alle immer noch. Nein. Das, ihr seid mit dem Lego verheiratet? Wir sind mit Klemmbausteinen verheiratet. So. Also wer möchte, der guckt freiwillig rein. Und ich möchte, guckt sofort in den Kanal. Du hast ein bisschen Liebe da. Okay, ich hab eine coole Idee. Bitte? Ich habe gemurmelt mit mir, ich habe eine coole Idee, aber ich habe falsch angefangen. Ups. Habt ihr Hunger?
Orangen aufs Gewinnen. Passend zu deinem Oberteil habe ich dir natürlich einen Mauer mitgebracht. Wow, danke. Magst du die? Ja, danke. Das ist ein Zucker fürs Gehirn. Chris, passend zu dem oberen Bereich deines abgedruckten iPads habe ich dir einen rosanen Mauer mitgebracht. Danke. Und ich esse auch einen. So, in deren Aufstecken möchte ich eigentlich nicht. Ich bin froh, dass die Lego-Masse nochmal durch ist. Weil jetzt kommt nämlich das Problem. Erschrecken. Wollt ihr wissen, wie viel Zeit ihr habt? Natürlich. Noch 7 Minuten und 50 Sekunden. Die Zeit läuft. Wie geht's dir? Bist du gestresst? Ich bin nicht hier. Ich möchte noch keine persönliche Meinung abgeben zu den Bauwerken. Das wäre fies. Weil dann beeinflusst das gleich die Jury. Die Jury sind nämlich unsere Zuschauer hier. Darf man den Buzzer drücken, wenn man fertig ist? Bist du noch lange nicht fertig? Schade. Also jetzt war ich gerade zu Tisch und höre ich die Frage, darf ich auf den Buzzer drücken, wenn ich fertig bin? Warst du nicht in der Fernsehshow, wo man froh war, jede Minute? Ja. Wenn wir zu vorher aufhören. Aber wenn die immer schneller fertig waren, für uns war es tendenziell ein Nachteil, wenn dann länger gebaut wurde. Echt? Mhm. Wir waren immer schon bei der Hälfte eigentlich fast fertig. Und dann je länger es war, desto mehr haben die anderen aufgeholt. Bei uns war das so, es gab so einen Tisch, der war manchmal früher fertig und wollte sagen, wir sind fertig, wir hören auf. Und die wurden dann ausgebucht. Echt? War das so, Arroganz. Ich bin als Erster fertig, ich kann schon aufhören. Nein, es ist immer ein Vorteil, das ist ja nicht böse gemeint. Diese Kiste wird gleich entscheiden, wer hier spielt Nummer 6. Ich stelle das mal gleich hier hin. Wisst ihr, was das ist? Was denn? Das da? Achso, die Abstimmungsbox. Das ist die Blackbox. Wir sind hier bei King of Bricks im 6. Spiel. Das heißt Mock. Was du willst? Mock? Wofür steht das eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Achso, My Own Creation. Fast vergessen. Also es geht darum, etwas Eigenes zu kreieren. Aus einem gewissen Pool an Stein. Das machen die beide gerade. Der aktuelle König Chris spielt gegen die Doris. Die Doris liegt aktuell in der Show mit 5-10 leider hinten. Aber jetzt gibt es 6 Punkte für Spiel Nummer 6. Doris? Ja? Was mochtest du nicht an Daniel Hartwig? Gar nichts. Gar nichts? Okay. Ich fand ihn sehr sympathisch. Ich fand ihn auch voll sympathisch. Aber weißt du, was ich nie mochte? Nein, sein Stress. Wenn er gesagt hat, noch 3 Minuten! So, ihr Klemmbausteinkurve fehlen. Ich zeig dir mal ganz kurz, was aktuell Mode ist. Heute trägt der Mann das hier. Zeig, was du liebst. Klemmbausteinkurve fehlen, Chris und Doris im Duell. Kurze Frage. Darf ich kurz? Also wir haben ja keinen Spiegel. Boah, Doris, Mann, du bist der Kracher, ey. Ich bin gespannt, wie unsere Jury gleich abstimmen wird. Tja. Das ist schon cool. 2 Minuten 3 Sekunden, das entspricht 123 Sekunden, die jetzt um wichtige 6 Punkte entscheiden. 6 Punkte, die Doris bräuchte. Dann würde sie sogar führen. Oder 6 Punkte für Chris. Dann würde er nicht mehr führen. Dann ist er fast durch mit der Show. Mhm. Oh. Was war das denn gerade, Chris? Das ist Frust. Okay. Die letzte Minute läuft jetzt. Man hat 60 halt nicht viel Zeit. Sekunden. Ich mach mal einfach hier eine kleine Bestandsaufnahme. Es scheint offensichtlich nichts zu bauen, was man sich ins Regal stellt, sondern vielleicht um den Hals oder ein anderes Körperteil hängt. Das kommt ganz drauf an. Der Chris ist extrem minimalistisch. Ich habe die Befürchtung, der Chris hat letztes Mal bei King of Bricks XXL mit solch großen Steinen hier gewonnen. Aber so kleine Steinchen sind vielleicht nicht sank. Aber vielleicht überzeugt er die Jury auch mit Herz. Mit diesen kleinen Dingen. Noch 30 Sekunden.
Mir fehlt ein Schwanz. Wenn ich mir Chris Mock angucke und Doris, dann weiß ich für mich, wer gewonnen hat. Ihr müsst auch gleich ganz kurz euer Modell vorstellen. Ja. Die letzten Sekunden laufen. Können alle einen Countdown machen, die auch hier zuschauen. Live auf der Born to Brick in Rüsselsheim. 5, 4, 3, 2, 1. Hände weg vom Tisch. Das war's, die Zeit ist rum. Ja, mit Liebe gebaut, oder was? Ich bin gespannt. Chris, möchtest du als aktuell regierender König beginnen? Stelle mal ein Modell vor und zeige es uns. Ich bin noch in den Anfängen. In die wunderschöne Kamera 2. In die 2? Man erkennt es vielleicht schon so ein bisschen. Ich bräuchte noch ein bisschen Zeit, aber es wird langsam ein Löwe mit einer wilden Mähne, mit Augen, mit einem Gebrüll, mit einem großen Löwenherz. Mit zwei Tatzen, wo er so drauf sitzt. Und so langsam kriegt er am Ende auch schon so seinen Rumpf mit dem Schwanz, der hinten rauskommt. Und dann hätte er auch noch mal zwei Beine gekriegt, gell? Aber das freundliche Gesicht, da kann keiner widerstehen. Genauso freundlich wie ich. Ja. Okay, ich mach mal ganz kurz die Fachmeinung meinerseits. Chris, du hast minimalistisch gebaut. Aber wenige Teile auf kleinen Raum komprimiert. Du hast das Herz mit eingebaut, was ich toll finde, weil das war heute so ein kleiner Keypoint, so ein Anchorpoint der heutigen Show. Ja, aber ansonsten, Teileverwendung, okay, die Füße sind ganz nett gemacht hier unten, nice part usage. Mhm. Federkleid erkennt man ein bisschen oder zumindest die Haare. Holt mich ein bisschen ab. Wir schauen mal, was die Doris anzubieten hat. Doris, erzähl mal. Also ich habe mir Schmuck gemacht aus den Steinen, weil wir ein bisschen in Afrika und bei den Löwen unterwegs sind, habe ich mir deswegen diese Zähne vorne dran gegeben. Die sind so das Schmuckstück, das ich heute quasi erjagt habe und ja, das ist ganz hübsch geworden. Also ich fühle mich gerade so richtig abgeholt in die Zeit des Musicals König der Löwen. Also wenn du da jetzt damit reingehen würdest, würden denken, du musst auf die Bühne oder so mit dem Ding. Aber das ist auch natürlich sehr schön. Es passt ultra gut zum Thema mit den kleinen Tischen. Ist es swooshable? Man kann damit spielen. Also ich sehe schon Kinder, die sagen, guck mal Mama. Also jedes seiner Mocks hat seinen die Berechtigkeit, wie sagt man richtig? Hat die Berechtigung zu existieren. Ja. So, und jetzt wird es richtig wild. Wir stimmen heute zum ersten Mal bei King of Bricks nicht nur durch eine Person ab, denn wir haben hier ein Publikum, besteht aus bestimmt 5000 Leuten. Mhm. Okay, nicht ganz, aber kommen gleich Leute vorbei. Die schmeißen hier in die Black Box, so habe ich sie getauft, ihren Stein der Wahl. Und zwar wie folgt. Die Doris bekommt den roten Stein, der Chris den gelben. Und unsere Noppen-Nerds, unsere Freunde, unsere Zuschauer kommen gleich hier vorbeigelaufen und schmeißen natürlich so, dass ihr es nicht seht, hier die Steine rein. Sollen wir die Brillen aufziehen? Ihr guckt einfach nicht hin. Aber es ist für mich klingelig. Ich habe versucht, aber es nicht zeigen, war nicht meine Stärke. Ihr zwei guckt einfach nicht hin. Ihr guckt einfach mal nicht. Genau. Alles klar, vielen Dank. Du hast ja zwei Vorteile irgendwie gehabt. Na gut, die 5 Steine. Vielen Dank. Ich wollte aus den Gliedern einen Oktopus oder so. Das ist sehr lieb. Wir haben hier eine offizielle Abstimmung. Die Glieder haben mir gefehlt. Ich konnte nichts mehr machen. Du hast halt wirklich. Ich habe alle verwendet. Das war der Kniff. Ihr zwei, ihr seid total vertieft in der Materie. Ich guck mal hier rein. Ist eindeutig. Ist definitiv eindeutig. Ich hole mal raus den Kladderadatsch hier. Ich zeig das mal an die Kamera. Na? Sieht man, wenn die Reise geht. Ihr Lieben, wir haben einen Gewinner für Runde Nummer 6 für die Mock-Challenge. Ich mach's kurz und einfach. Sieger ist mit Abstand die Doris. Herzlichen Glückwunsch. Das war auch verdient. Aber ohne Witz, ich wollte ja sagen ohne Scheiß, aber das müsst ihr rausschneiden, ne? Ohne Witz. Gesagt. Ich weiß. Das war der Gag daran. Das ist einfach sehr gut. Das ist so kreativ. Respekt dafür, ernsthaft. Danke. Super gut. 6 Punkte bekommt die Doris und damit führt Doris jetzt heute 11 zu 10. Sehr gut. Aber es ist grandios. Einmal ganz kurz, ich würde das Mock so gerne so lassen, wie es ist, ne? Ja. Aber leider musst du es nochmal kaputt machen. Schade. Das ist wirklich schade. Oder, pass mal auf. Oder? Lass doch das so, wie es ist. Spiel Nummer 7. Ja. Heißt nämlich erstmal so. Von A nach B. Ihr müsst gleich in entspannten, ich schaue mal drauf, 2 Minuten eine möglichst lange Distanz mit euren Steinen überbrücken. Also quasi eine Brücke bauen. Ihr müsst irgendwo am Tisch einen Startpunkt haben und irgendwo einen Endpunkt.
Die Brücke darf währenddessen nicht den Tisch berühren. Es sind alle Bautechniken erlaubt. Ich zeig's mal ganz kurz. Du guckst schon mit so einem relativ großen Fragezeichen. So. Also ich sag mal, guck mal, bei Chris kann man die Kamera schöner einfangen. Mhm. Mal den Trinkbecher weg. Ich sag mal, so, ganz primitiv gesagt, das ist eine Brücke. Mhm. Okay, die Endpunkte dürfen schon am Tisch. Es gibt zwei Endpunkte, wie groß sie sind, ist egal. Es muss dann aber eine Brücke geben in der Mitte. Und übertreib's nicht, ne? Also macht jetzt nicht von wegen so. Das ist der Startpunkt. Die müssen schon verbunden sein. Das ist meine Brücke, so, ne? Ja, also, schon müsst, aufeinander klemmen. Genau. Ihr fangt irgendwo an, baut ganz viele lange Sachen. Wie hoch ist egal, wie fest ist egal. Hauptsache kommt irgendwo an und das Ding bricht nicht zusammen. Ihr werdet euch vielleicht in die Quere kommen auf diesem Tisch. Ihr müsst ja aufstehen und müsst vor den Tisch gehen, sodass ihr vielleicht sogar hintereinander baut. Okay. Probiert's. Vielleicht möchtest du eine Kette opfern. Vielleicht ist auch schon was praktischerweise so geworden. Bekomme ich meine Teile wieder zurück? Nein. Okay. Spiel Nummer 7. Fette 7 Punkte. Beginnt. Ach so. Jetzt. Also ziehst die Kette aus und hast gewonnen sozusagen, ne? Wie lange haben wir Zeit überhaupt? 2 Minuten. Ach so, oh. Ja, Chris, das klingt vielleicht so, aber... Ja, ich glaube schon, dass sie... Das ist ja wackelig, was sie hat. Das ist ja nicht fest. Ich räume ein bisschen auf hier. Das darf nur am Anfang und Ende ein Stier sein, oder? Am Anfang und Ende musst du ein Fundament haben, quasi. Mhm. Also das einfach jetzt hinlegen, ist keine Brücke. Das ist eine hingelegte Kette dann. Das ist 2 Minuten sind auch echt nicht viel, muss man dazu sagen. Nee. Lasst euch nicht stören, ich gleich auch wieder hin. Es darf zwischendrin auch nichts mehr als Pfosten oder so fungieren, gell? Es muss frei hängen sein. Pfosten. Mhm. Noch 59 Sekunden Halbzeit. What? Doris, die Idee ist gut, aber es ist sehr wackelig. Wackelt sehr. Wie lange muss das stehen dann? Ich sag mal, der Lach muss 10 Sekunden stehen. Länger. Ich hätte nicht zerstören müssen. Ich kann nicht das jetzt auseinandernehmen, es ist das gut. Noch 8 Sekunden. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ist das nicht interessant, Leute? Also ich habe noch den Björn Freitag Gedächtnis Zollstock dabei. Den hole ich auch mal. Einfach nur, um mal hier Maßstäbe zu setzen. Hieß es eben noch, das ist ja klar, dass sie Doris gewonnen hat. Ihre Kette ist ja schon eine Brücke. Ja, ja. So sieht es plötzlich ganz anders aus. Und für mich relativ eindeutig. Mhm. Aber wir messen mal nach. Hier steht ja auch mein Name drauf. Geil, ne? Mhm. Und zwar die überbrückte Länge bei Chris. Da geht noch. Sind wir gut 39 cm in der Luft. Doris. Von hier gemessen oder wo? Wahrscheinlich. Das war zu wackelig mit den Balljoints da oben, ne? Ja, aber alles auseinanderbauen in 2 Minuten geht sich auch nicht aus. Knapp die Hälfte. Cool. Spiel Nummer 7 von A nach B geht an Chris. Hält ja mal einen Trick vom Herzen. Aber schaut, das wird ein Ding. Ja, der kann unten drunter durch. Limbo. Ja. Glückwunsch, Chris. Ja, danke. Du führst jetzt. Und zwar, wenn mich nicht alles täuscht, mit 17-11. Das heißt, definitiv, hundertprozentig, wird das letzte Spiel entscheiden. Ja. Und das letzte entscheidende Spiel heißt so. Ja. Das wiederholen wir, was du gerade gesagt hast? Das Zünglein an der Waage. Das ist korrekt. Wir spielen Zünglein an der Waage. Mhm. Ihr spielt gleich 5 Runden mit den 2 sehr schönen Miniwagen, die hinter euch auf dem Spieltisch sind. Mhm. Und zwar werde ich euch gleich Grammzahlen nennen. Sagen wir mal zum Beispiel 5 Gramm. Mhm. Dann müsst ihr in unbestimmter Zeit 5 Gramm mit euren Bricks erwiegen, mit eurer Hand. Mhm. Legt in eine Schüssel
und wir wiegen dann. Wer näher dran ist, bekommt den Punkt. Mhm. Wer nach 5 Runden mehr Punkte hat, gewinnt das Spiel. Das heißt, es könnte nach 3:0 entschieden werden. Seid ihr bereit? Mhm. Seid ihr bereit für die erste Zahl? Yes. Ich schmeiß euch entspannte 50 Gramm um die Ohren. Wiegt mir bitte 50 Gramm ab. Aber jetzt nicht einfach da reinlegen, dann sieht man das ja direkt. Ach so. So. 50 Gramm. Wie viel sind 50 Gramm Lego? Wir werden gleich auch noch den Gewinner bekannt geben der letzten Show, der hier das Max Soli Starter-Set gewonnen hat. Das wird gleich liebe Doris machen für uns. Doris ist fertig. Chris, lockst du auch ein. Stellt bitte euer Dings davor erstmal. Wir gucken, dass wir mit der Kamera 2 hier wunderschön das ganze Ding einfangen. Na, vielleicht geht's ein bisschen. Wir gucken mal. Chris, du hast 43,1 Gramm. Das ist sehr, sehr gut. Doris, entweder du hast unter 57 oder mehr als 43. 45,7. Erster Punkt geht an Doris. Sehr gut. Das ist 1:0 für Doris. Mhm. Die zweite Grammzahl lautet 10. Ganz schön wenig, ey. 10 Gramm ist echt nicht viel. Runde 2 von 5. Gleich ist die Show vorbei. Und einer wird heute der Hobenhauptes aus dieser Lego-Ausstellung in Rüsselsheim von Born to Brick gehen. Und der andere wird wahrscheinlich ein Loch buddeln, sich da reinsetzen und sich mit Klemmbaustein zuschütten lassen. Ja, dann brauchst du seid ihr fertig? Ja, ich bin fertig. Dann komme ich wieder zu euch. Diesmal fängt ihr Doris an. 10 Gramm wollte ich von dir haben. Oh! Das gibt's nicht. Komm einer von euch mal rüber. Du, guck mal, komm einmal durch. Welche Zahl liest du da? Welche Zahl steht da? Aufs Komma bitte. Aufs Komma. 10,0. 10,0 Gramm, Doris! Also mehr Gefühl. Man sagt den Frauen ja Gefühl vor, aber das ist ja das ist wie krass. Eine Maschine. Chris? Ja. 15,9, gut verorgelt. Nochmal Punkt für Doris! Also das ist Respekt. Krass, ja. 10 Gramm. Doris ledert doch mal richtig einen ab hier. Und jetzt geht's in die Vollen. Ich hätte gerne 180 Gramm. 180 Gramm? 180 Gramm. 180 war das? 180 Gramm hätte ich gerne von euch. Wie viel wollten wir denn am Anfang haben? 50? 50? Ja. Wir müssen eigentlich alle Steine rein. Ja, ich hätte auch gesagt, ja. Das ist der. 180 Gramm. Ich glaube, das macht echt keinen großen Unterschied. Ja. Ich möchte kurz zusammenfassen. Wenn Doris jetzt näher an den 180 Gramm ist, dann hat sie King of Bricks gewonnen. Kriegt die Krone und wir sehen sie nochmal. Hat das Set überhaupt. Du hast ja auch Teile von mir. Du bist ja deutlich schwerer dann, hä? Das stimmt eigentlich. Oder auch nicht? Ja. Stimmt. Das ist jetzt ein zweites Mal für dich. Ich habe mehr von der Krone, die du nicht hast. Nee, ich glaube aber nicht. Ich glaube, du bist am Ende sogar, selbst wenn ich alles reinmache, bist du näher dran. Das sind schon Haare verbaut. Ich glaube, ich bin echt leicht. So, ihr Noppen-Nerds, seid ihr durch? Ja. Und seid ihr fertig? Das ist die zweite Frage. Ja, fertig sowieso, aber ja. Und wiegen? So. Wollt ihr weiter einloggen? Ja. Stellt eure Schweinekiste vor die Waage, noch nicht auf die Waage. Und jetzt kommt erstmal die Auflösung unseres Gewinnspiels von der letzten Folge. Es geht um ein Max Soli Starter Set. Das sind diese wunderschönen Klemmbausteine aus Holz. Mhm. Nee, wirklich, das ist wirklich 50% aus, riecht man? Ja, riecht echt nach Holz. Aus altem Holz. Wir haben Meerschweinchen zu Hause, das riecht nach Meerschweinchen-Einstreu. Also wirklich Sustainable Bricks, die der Natur nicht so schaden wie herkömmliche Klemmbausteine. Mhm. Man kann damit ganz tolle Möbel bauen und ein Zuschauer hat mit Hashtag Max Soli gewonnen. Den habe ich hier aufgeschrieben. Die liebe Doris verkündet jetzt den Gewinner der letzten Show. Doris, ja. Wer darf sich denn über das Set von Max Soli freuen? Also freuen darf sich drüber der Petzenbricks. Petzenbricks, Glückwunsch. Glückwunsch an dich. Wenn du da bist, schreib doch mal kurz in die Kommentare von wegen Hey oder Wuhu, wie du möchtest. Jetzt geht's aber hier ins Eingemachte. Mhm. Finale. Letzter Punkt für Doris. Oder geht's Spiel weiter? Mhm. 180 Gramm wollte ich sehen. Mhm. Wir haben eine Ungenauigkeit von 0,5 Gramm auf dem Wagen. Ich fange an.
mit dem Chris. Ah. Hätte ich im Leben nicht erreichen können. 126,25. Muss mal schwerer sein. Ich habe mehr Steine, obwohl ich die rausgenommen habe. Schmeiß mal deine Steine mit rein. Das hätte niemals einen Unterschied gemacht. Egal, was ich gemacht hätte, ich hätte wahrscheinlich eh nur verlieren können. Siehst du? 137. Welche mit 60? Ja. Wie viel? 141 und du hast zwei Steine weniger. Das klingt halt, also ich kann euch sagen, Leute, es gibt einen Gewinner. Und bevor jetzt Shitstorm entsteht im Internet, der Gewinner hatte ein paar mehr Steine, aber auch deswegen, weil er vorher in einigen Spielen auch mehr Steine gewonnen hat. Es war also schon im Laufe der gesamten Show die richtige Entscheidung von Doris, die Steine auszuwählen. Und deswegen hat sie jetzt um 5 Gramm gewonnen. Doris ist die neue Queen of Bricks. Sehr schön. Danke. Boah, ist das schön. Ich freue mich. Wir müssen die Krone noch geben. Hier ist die Krone. Liebe Doris, darf ich deinen Blumenkranz gegen die Krone tauschen? Yay. Und vor allem, du bist der erste Kandidat, den du wirklich auch von der Größe steht. Denn meistens sieht sie aus wie ein kleiner Kranz. Vielen Dank fürs Zuschauen an euch alle hier in Rüsselsheim. Vielen Dank an die Fernsehzuschauer bei OKTV Mainz. Und auch vielen Dank an YouTuber und Twitcher. Vielen Dank an die Kandidaten, an euch beide. Vielen Dank an euch, dass wir alle anderen hier sind. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, unterhalten. Glückwunsch an Doris und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.